Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Yo, letzte Spiele waren grottig, muss man so sagen. Soll heute besser laufen. Nächstes Mal mit diesem Team. Quintero braucht einen Vertrag, kriegt er gerne. Sind hier alle fit? Sagt bitte einfach ja. Ja. Weil Buena, oh, Gonalon sollte, ja, kriegt er auch. Tremolina reicht 90 eigentlich, ja. Ah, gut. Ich hoffe mal, das läuft jetzt viel, viel besser als in den letzten Partien, die unglaublich scheiße waren. Mich unglaublich abgefuckt, das vor allem die letzte Goldpartie. Oh Gott. Also auf ein neues, diesmal mit Henri, Kabay, Menes und Sanja auf der rechten Seite. Links bleibt alles gleich. Und Sturm und rechte Endverteidiger sowieso. Dann müssen wir jetzt endlich mal ein bisschen pushen, weil jetzt, ja, die Niederlage, die war richtig bitter. Wir spielen in Rot. Gegner im Lyon-Trikot, denke mal, ist ein Lyon-Fan. Und ein 3-4-3-Team ohne Chemie und Hauptsache hat man Reus, Bent und TV. Hinten hat er auch noch ein ZTM als IV hingestellt, sehr nice. Kann man machen, 74 Chemie. Muss nichts heißen bei FIFA, wir kennen das Spiel. Er hat Pace, das heißt, er ist gut. Merkt man so ein bisschen, dass ich das Spiel gerade sehr hasse? Egal, komm, neues Spiel, neues Glück. Und jetzt pushen. Muss nicht gleich so ein Pass kommen. Und Hauptsache der Vorteil läuft wieder 7 Jahre lang. Ja, zweite Minute, gibt gleich Gelb für Henri. Also hat er Bender hinten drin, Campagnaro und Subotic. Hinten Weinfeller. Alles die normalen Karten, keine Informs, keine Ups, glaube ich. Unten ist Menes. Ach, viel zu steil. Oh, was für eine Ballannahme. Oben ist Ibra. Ibra, nimm den Ball gut an. Ach. Ah, Gegner Container oder sah das nur so aus? Gute Flanke, bitte reinbringen. Ibra, Golazo. Wunderbar. Richtig nice. Ja, genug gefeiert, weiter am Machen zum 2:0. Ja, ja, gut, ja, wir haben es kapiert, wir freuen uns. Weiter pushen. Randa, 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 komm. Schön, Sanja, gut gemacht. Ach, Ibra, deute doch nicht an, dass du losläufst, du alter Halunke. Gonalon, unten ist Menes, Henri. Ach, hat er geahnt. Hat sich, ja, wie so ein Hellseher vorher dahingestellt. Bevor ich sogar den Trick gemacht habe. Chuchak rennt durch. Interessiert ihn nicht, dass da irgendwie 5 Spieler stehen. Vertongen muss den Ball kriegen. Ja, nachgetreten. Rot bitte. DV, kann er das? Keine Ahnung. Einen guten Rechtsfuß, weiß ich nicht, ob er den hat. Einen guten Linksfuß hat er auf jeden Fall mit Chuchak. Aber mit links ist das hier eigentlich aus dieser Position nichts. DV, er macht es doch mit Chuchak. Eigentlich ist das nichts für ihn aus dieser Position. Der Winkel ist eigentlich viel zu spitz. Ja, war ja auch. Rennen, Valbuena! Rennen, 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 rennen! Sahin, der ist langsam. Der ist richtig langsam. Und du bist ein bisschen zu schnell dafür, dass man endlich mal einen Fake-Shot machen kann. Ah, schade. Wird sogar noch ein bisschen abgeblockt. Er rennt weg mit Sahin. Wahrscheinlich auch gedacht, dass der Ball dann ein bisschen länger kommt. War aber abgefälscht von Valbuena. Oben Gonalon, gut. Henri. Unten ist Menes. Ach, muss er nicht über den Ball springen. Ganz oben ist Henri wieder. Ne, das war nichts. Zu früh geflankt. Ist bloß nicht überhastet hier wirken, was ich gerade durch diese Flanke gemacht habe. Das 2:0 ist jetzt ein bisschen wichtiger, als jetzt ein schönes Tor zu machen. Ah, schade, Menes. Guter Schuss eigentlich, weil Buena muss ran, macht er aber nicht, kriegt aber eh den Einwurf. Links ist Tremolina. Ne, er containt nicht, sonst hätte er jetzt nicht, wäre nicht so weit weggelaufen. Schön gemacht, Ibra, Tor. Richtig, richtig nice, der Scoop-Turn. Perfekt eigentlich gemacht, perfekt getimed. Da hat, ich glaube, Campagnaro war es mit den gelben Schuhen. Ne, Campagnaro hat schwarze Schuhe, dann war es Bender.
absolut keine Chance. Ja, schön gemacht, Ibra, Doppelpass, ja. Ja, gibt den Vorteil. Hauptsache, der Gegner quittet nicht, wenn ich jetzt gleich mal das 3-0 mache. Das wäre richtig mies. Ibra! Entschuldigung. War ein bisschen zu, ja, weit weg dafür, dass man vielleicht ein bisschen ausfallen sein sollte mit der Stimme. Ibra! 3-0. Richtig nice. Weiter so. Ja, das sieht jetzt ein bisschen falsch aus, was Henri da macht. Aber gut, Ibra, ein bisschen Sport nebenbei ist immer wichtig. Ibra, weiter. Auf zum 4-0. Ah, schade. War er doch noch dazwischen mit Campagnaro. Menes mit der Hacke. Ibra! Goal Nummer 4. So muss das sein. Und so hat man noch Spaß an dem Spiel, wenn es mal läuft und dann nicht irgendwie, ja, man Scheiße spielt oder so. Ach, der war vielleicht ein bisschen nö, kommt an. Dabei. Ach, Menes, gut, stark nachgesetzt. Henri. Foul? Nein, Ibra, ja, Ibra, der setzt sich einfach durch und möchte sein 5. machen. Scheitert aber diesmal an Weinfeller. Ja, Vorteil wieder 7 Jahre lang gedauert. Meiner. Ich will eigentlich, ja, dass Ibra das Ding macht. Und das macht er auch. Nummer 5. Und jetzt. Jetzt ist er wieder da, der Ibra. Auf zum 6. von Ibra. Also, wie gesagt, ich habe das Dribbling eigentlich gerade nur gezogen, damit Ibra das Ding macht. Weil ich nicht ablegen wollte. Ibra, Valbuena. Ja. Conalon, gut gemacht. Ein bisschen riskanter Pass, aber Kabay ist da. Unten ist Menes. Gut, Kabay kriegt den Ball. Kabay! Oh, gute Parade von Weinfeller. War vielleicht ein bisschen zu zentral geschossen. Ibra, Nummer 6 ist, glaube ich, schon. 37. Minute. Und jetzt auf zu Nummer 7. Über Sanja, kriegt er den? Das ist Bent. Natürlich kriegt er den. Ja, ist auch ein Foul. Ich glaube, man merkt ein bisschen, dass mir das letzte Spiel überhaupt nicht gut getan hat, was ich gebracht habe, das letzte Goldspiel. Dass es, ja, hier ein bisschen um was anderes geht als nur um den Sieg. Ibra, Renta. Ja, Renta, Renta weiter. Ja. Nee, nicht Valbuena. Ja. Muss man auch nicht pfeifen. Gegner war ja im Ballbesitz geblieben. Ja, zweimal Passweg antizipiert. Beides Mal kriegen wir den Ball nicht. Bisschen riskante Abseitsfalle, aber oben ist viel Platz. Sehr, sehr viel Platz für Valbuena. Ganz unten kann er den ziehen. Auch Ibra kriegt er den. Der kriegt den, natürlich kriegt er den. Und Elfmeter. Der war eigentlich auch gerade für Menes bestimmt. Ibra macht da sein 7. Ist doch sein 7., oder? Ja, natürlich macht er das. 7-0. Auf zum nächsten. Randa, komm. Randa, Randa. Schön. Schön gemacht. Und TV fällt dann auch ein bisschen viel zu leicht. Gibt keinen Freistoß oder keinen Foul. Henri, von dir hat man noch gar nichts gesehen, außer ein paar Vorlagen. Oh, Ibra. Ach, nee, nee, lass mal. TBM, lass mal die 30 Goals. Nur weil du mit Ibra ein Tor machen möchtest, dann zieh lieber selbst ab. Okay. Selbstgespräche, yeah. Ah, sehr riskanter Pass. Kommt auch direkt zum Gegner. Čučak auf DV. Reus. Čučak nochmal. Legt er ab. Und natürlich geht er nicht rein.
Luis hat ihn mental vom Tor abgelenkt. Oh Gott. Ja, es läuft wieder, das ist sehr gut. Das war jetzt ganz, ganz wichtig, diese erste Halbzeit. Ibra, ja. Ibra macht, was ein Ibra macht, ne? Ich denke mal, höchst verdient. Auch die Schussgenauigkeit ist mal richtig gut. Gunnar Lohr, Spieler des Tages. Ibra nur mit 8,4. Ist ja nicht so, dass er 7 Tore gemacht hat. 3, ja, 4 hat er sich selbst vorgelegt, sozusagen. Vorlagenkampf von Tremolina, Gunnar Lohr und Menes. Na gut, schauen wir mal, was jetzt in der zweiten Halbzeit noch so bei rauskommt. Wir wollen natürlich jetzt das 8:0 machen. War nochmal ganz, ganz wichtig. Und ohne Gegentor bleiben, das ist auch ganz wichtig. Tremolina. Gut gemacht. Ibra ist in der Mitte. Ja, gute Grätsche von Campagnaro. Beziehungsweise war keine Grätsche, sondern ein Tackling. Unten aufpassen. Ja, Mangala. Ja, guter Fake-Shot. Und Loris. Ach, Ibra sollte da eigentlich nicht stehen. Oh, die kommt sehr gefährlich. Aber kein Problem. Ach. Ach, Alter. Ich dachte gerade schon, er pfeift Elfmeter. Das ist ja mal wieder so typisch FIFA gewesen. Ach. Stark. Wollte eigentlich gar nicht hin. Scheint so, als ob der Gegner jetzt ein bisschen besser ins Spiel reingekommen ist. Ist auch die eine oder andere Situation mehr. Reus. Kein Foul. Ach, schade. In den Rücken gespielt. Oben ist viel Platz. Loris, den muss er haben. Natürlich hat er den. Sofort wieder nach vorne. Ach, schön gemacht von Kabay. Jetzt ein guter Pass. Der ist auch gut. Auf Valbuena. Valbuena macht da das erste. Nicht Ibra-Tor, nein. Spiel zu mir, ich stehe frei. Komm. Ach. Kommt mal nach vorne da so ein bisschen. Ja, Mangala hat ein bisschen zu sehr gechillt. Sollte er nicht so oft machen bei einer Absetzfalle. Ibra hat Platz. Ibra macht da sein achtes Ding. Ibra! Tor Nummer 8. Und jetzt können wir mal ein bisschen hüpfen. Nein, doch nicht. Sollen wir machen einfach. Ne, das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ja, gut. Von Valbuena. Und jetzt weiter. Vielleicht können wir es ja noch zweistellig machen. Foul. Wird nicht gepfiffen. Valbuena langsamer als Subotic. Und ja, auch unbeweglicher anscheinend. Ein bisschen vorne hier. Ach, aus der Drehung nicht gerade klug von mir. Chuchak. Sanja. Ach, da war noch der Zweikampf. Gedrückt. Subotic. Den kann man noch eigentlich. Ja gut, da bräuchte ich glaube ich ein bisschen schnelleren als Ibra. Damit man da vielleicht auch eine Chance hat, den Ball zu bekommen. Ach. Unten aufpassen, Tremolina muss den Ball kriegen. Ja, war nicht gut, Reus. Oben ist ordentlich Platz. Auch für Ibra macht er sein 9. Oh, faul. Okay, wird nicht gepfiffen. Kann man auch eigentlich mal pfeifen. War nach vorne da so ein bisschen. Schien mir ein bisschen zu defensiv. Macht dem Gegner eigentlich viel zu viel Platz, den er eigentlich gar nicht braucht. So dämmen sich natürlich dann auch die offensiven Optionen ein bisschen ein. Ganz oben. Auf Menes. Menes! Oh Gott. Oh Gott. Hätte ich vielleicht doch mal ein bisschen warten sollen, bis der Ball ganz am Boden ist. Ibra kriegt den Ball nicht. Gut von Tremolina. Ach, Ibra wird von Subotic gestoppt. Oh, habe ich Glück, aber ziemlich aufgemacht. Kabay. Kabay. Nee. Schade, Weinfeller. Zwar nicht sicher, aber hat den Ball halt immer noch. Vertongen. Vertongen.
Oh, da haben sich deine, ja, 99. Wow! Das ist bitter. Das ist bitter, Tremolina. Das war ein Schuss. Auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Das ist bitter, wenn der Schuss dann so kommt. Sanja. Ja, Ball kommt irgendwie zu Menes. Ja, schade. Tremolina, komm, du kannst einen Longshot. Tremolina? Tremolina? Nee. Bisschen zu wenig Power. Ach, ich suche immer Ibra. Aber jetzt deckt der Gegner den immer ein bisschen besser, auch wenn er schon ein Tor in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Kabahai. Ja, schade. Bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es zu früh oder zu spät war. Ich glaube, es wäre sowohl, wenn man es früher gemacht hätte, als auch wenn man es später gemacht hätte, gut gewesen. Dieser Job. Ibra mit rechts und Außenriss, aber Weinfeller ist da. Ah, der kommt gut, aber Gegner ist da. Bent. Menes, kannst du jetzt mal schießen? Ja, schade, wieder direkt auf Weinfeller. Wallbeuner kann nicht entscheidend stören. Aber wir sind schon 5 Minuten vor Schluss. Ach, Scheiß, oh Gott! Alter! Oh Gott! Holy shit. Ja, das musste nicht sein. Ach, kein Foul. Mangala muss ran. Aber Sanja ist eh schon schneller da. Muss Mangala doch nicht ran. Kabai. Unten ist Valbuena. Da ist Ori. Der kriegt den Ball. Ach, er kann sich aber nicht durchsetzen. Schade. Ja, unten nochmal aufpassen. Ja, war klar, dass er da hinspielt, weil da die Lücke ziemlich groß war. Ah, Reus! Komm, kein Abpraller. Ja, wechseln wir nicht den Spieler, FIFA. Ja. Gut, und jetzt kommt. Na, schade. 8:0. Ja, Ibra, ihr seht's. Hatte ein bisschen Spaß. Und ich denke mal, das war auch ganz in Ordnung. Tremolina 9,8 Note. Hat sich dann den Spieler des Tages aus der Halbzeit von Gonalor gekrallt. Ibra 9,7, 9,8 auch bei Sanja, meine Außenverteidiger, anscheinend sehr, sehr gut. 8 Tore von Ibra, ja, jeweils eine Vorlage von Tremolina, Gonalor, Henri und Menes. Von, ja, 11 Schüssen kamen 8 ins Tor rein von Ibra. Der Rest hat kein Tor gemacht. Auch natürlich ein bisschen bedingt durch meinen Spielstil. Ah, die Dribblings, das war jetzt nicht ganz so gut. Aber sonst war das eigentlich ganz in Ordnung. Eine Flanke haben wir gespielt, die kam an. Oh, Sanja, 8 von 8 Zweikämpfen gewonnen. Hut ab, das ist gut. Das ist eine richtig gute Leistung. 4 Paraden, 12 Paraden von Weinfeller. Und ich denke mal, das war in Ordnung. Wer ist der beste Spieler? Ja, Weinfeller natürlich. Sonst wäre es Bent. Und ich denke mal, das geht in Ordnung. Dieser sehr hohe Sieg. Ja, das war, denke ich mal, richtig gut. Ich glaube, das hier lasse ich mich einrahmen. Nein, Spaß. War in Ordnung, das Spiel. Aber der Gegner hat jetzt natürlich auch, sagen wir mal, bedingt durch sein Team jetzt nicht so wirklich, ja, aufgetrumpft, ne? 8:0 geht daher auch in Ordnung. Und ich würde mal sagen, ja, wir schauen mal, wie es in der nächsten Folge läuft. Oh, hoffentlich genauso wie heute. Und ja, ich würde mal sagen, das ist bei der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Tschö.